Ausstellung Arrêt Liberté, Umbruch, Krieg und Surrealismus in Ägypten, die wir im Moment in K20 zeigen, zeigt die 10-jährige Geschichte einer Künstlergruppe, nämlich von 1938 bis 1948, die sich im damals kosmopolitischen Kairo zusammengefunden haben, weil man sich darum gesorgt hat, was mit der entarteten Kunst gemeint ist, was Mussolini, Hitler, Franco, wie die freien Künste verfolgen. Ja, also ganz eindeutig positioniert haben sie sich gegen jeglichen Nationalismus, gegen Faschismus, aber und im künstlerischen Bereich eben auch ganz deutlich gegen den Akademismus. Gegen das nämlich, was in diesem Salon du Caire, das war der akademische große Salon, Kairo hat seit 1908 eine Kunstakademie und da gab es natürlich auch viele Kräfte, die aber auch ganz doll nach Frankreich geguckt haben, die so weit gingen und gesagt haben, ägyptische Kunst wollen wir hier gar nicht, wir wollen die tolle europäische Kunst hier haben. Und viele Künstler, die in dem Sinne gearbeitet haben. Das wollten die Arrêt Liberté-Gruppe nicht. Explizit nichts Nationalistisches sollte an der Kunst sein, sondern individuell, frei und trotzdem politisch engagiert.